So, immer wieder fragen mich die Leute, Daniel, wie schaffe ich das, dass ich neue Kunden gewinne von null an, von null auf? Ich bin hier gerade am wunderschönen Yachthafen und suche gerade eine Yacht. Nicht für mich zum Kaufen, da steht mir zu viel Geld einfach so blöd rum. Ja, und wenn du fahren willst, funktionieren die Dinger nicht, sondern ich möchte einfach eines, ich möchte Freiheit und deswegen miete ich mir mein kleines Boot, mein großes, wie ich es gerade brauche. So, entweder fahre ich selbst oder mit Skipper. Meistens, wenn wir Seminar haben mit Skipper, dann kann ich mich mehr um die Fragen der Teilnehmer kümmern. Und der Punkt ist ganz einfach, wie kannst du, oder sagen wir kurz was zum Seminar. Nämlich viele Fragen. Im Income Creation Bootcamp machen wir am fünften Tag immer einen Yachtausflug. Und Yachtausflug einfach deshalb, weil es geht darum, wirklich die Erfolge zu feiern, rauszufahren und vor allem im Unterbewusstsein einfach die Einstellung von Wohlstand und Reichtum ganz, ganz tief zu verankern. Und der ein oder andere kennt den Millionär-Mind-Movie. Wenn du den Millionär-Mind-Movie noch nicht kennst, kann dir nur sagen, schnapp dir den. Hol dir den Millionär Mind Movie hier unten im Link, weil der führt dazu, dass du dich auf Wohlstand und Reichtum einstellst. Und das ist das Wichtigste. Wenn du Kunden gewinnen willst, musst du erstmal das schaffen, dass du wirklich mal dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein auf Wohlstand und Reichtum einstellst. Das ist mal Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist folgendes, dass du mal eins machst. Wenn du von null startest, geht es immer darum, dass du wirklich Folgendes tust. Die Wohlstandsformel musst du beherrschen. Was ist die Wohlstandsformel? Die Wohlstandsformel ist folgende. Du musst einmal, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt, im ersten Schritt Interessenten gewinnen und im zweiten Schritt diese Interessenten zu Kunden machen. Ja, ganz, ganz wichtiger Schritt, ganz wichtiger Punkt. Also wenn du die im ersten Schritt heißt Interessenten gewinnen. Du brauchst erstmal eines. Du musst wissen, wer ist deine Zielgruppe? Wem willst du was verkaufen? Wer ist dein Optimalkunde? Und es sind nicht alle. Es können nicht alle sein. Weil wenn du für alle Marketing machen willst, dann musst du Fernsehwerbung machen oder richtig viel Geld ausgeben. Und wenn du geringe Marketingkosten haben möchtest, dann schau dir eine Nische an. Schau, dass du eine Nische bedienst, okay? Erster Punkt, ganz wichtig, Nischenmarketing. Der zweite Punkt, es geht um unwiderstehliches Angebot. Sprich in Ergebnissen. Sprich in Ergebnissen, zeig den Menschen, was passiert, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. In Ergebnissen sprechen. Nicht zu sagen, du bist Coach, sondern ich löse dir diese und jene Angst, damit du dich so und so fühlst, damit es dir da und da besser geht. Ne, zum Beispiel. Und nicht sagen, du bist Finanzdienstleister, sondern sprich in Ergebnissen. Das Ergebnis von der Finanzdienstleistung kann sein, die Leute bekommen mit weniger Einsatz viel, viel mehr Geld raus, viel, viel höhere Ablaufleistung. Es kann sein, dass sie ihre Rente sichern. Das kann sein, dass sie mehr Wohlstand erreichen. Was auch immer, okay? Was auch immer. Also das ist ganz wichtig. Sprich in Ergebnissen. Und jetzt brauchst du einen Prozess. Du brauchst letztendlich am besten einen Prozess, der die Leute einfängt. Das kann ein sogenannter Lead-Magnet sein, wie zum Beispiel ein, muss ich gerade mal hier schauen, hier muss ich rein nachher, genau. Das kann ein Lead-Magnet sein wie ein E-Book, wo du die 10 besten Tipps gibst, wie sie dieses und jenes erreichen. Und sie geben dir die E-Mail-Adresse. Das kann sein, du machst ein Webinar, lässt das die Leute, sagst den Leuten, sie sollen sich zum Webinar eintragen. Das kann sein. Es kann auch sein, dass du ein persönliches Gespräch anbietest und dass du im persönlichen Gespräch dann verkaufst. Das kann genauso sein. Also da kommt es immer ganz drauf an, was willst du? Hier ist was Schönes hier. Das sieht mal gar nicht schlecht aus hier. Moment.
Na, umdrehen kann ich nicht, aber na, die sieht doch mal gar nicht schlecht aus, oder? Die sieht doch mal gut aus. Die sieht doch gut aus. Na, was meinst du? Hast du mal Bock, in Marbella mit mir auf so einer Yacht rumzufahren? Mir wird Spaß machen, wenn du dabei bist, ja? So, okay. Und nächster Schritt heißt, Interessenten zu Kunden zu machen. Jetzt hast du Interessenten gewonnen. Und jetzt musst du diese Interessenten zu Kunden machen. Wie machst du das am besten? Indem du verkaufst, ganz einfach. Also verkaufen ist die Fähigkeit eines Menschen, jemanden abzuholen, wo er steht und dorthin zu führen, wo er wirklich hin möchte. Verkaufen heißt nicht, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen, was er nicht braucht, sondern es heißt wirklich, die Probleme der Menschen zu lösen. So oben sitzen Papageien. Ja. Die fliegen hier wild rum in Spanien, die Papageien und Möwen. So, Reederei. So was wollen wir nicht. So einen alten Kahn nehmen wir nicht. So. Also verkaufen heißt wirklich, verkaufen heißt, jemandem wirklich das zu geben, was er will. Herauszufinden, was will der, herauszufinden, wo sind seine Bedürfnisse, wo sind seine Schmerzen, wo ist sein Problem. Und dann ihm genau das zu geben, was sein Problem löst. Als Unternehmer, als Selbstständiger bist du immer Problemlöser. Also schau dir an. Ich glaube, was wird hier mitgefangen? Fisch, Tintenfisch, oder? Die schlüpfen da rein und kommen nicht mehr raus. Ich denke Tintenfisch. So, wieder was gelernt, wieder was gesehen heute. Ja. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz, wirklich ganz, ganz wichtig, Menschen wirklich abzuholen, zu fragen, wo stehst du gerade, was nervt dich gerade an deiner Situation, welches, ups, da ist sehr viel Wind, nicht, dass du mich nicht mehr verstehst, ich bleib hier kurz stehen, ja, hier windet es auch, hier müsste es nicht mehr winden. Ja, Menschen zu verstehen, Menschen zu fragen, frag sie, wo sie stehen und wo sie wirklich hin wollen. Du musst ein Gespür dafür aufbauen, was Menschen wollen. Ich habe dir gerade gesagt, du bist Problemlöser, also musst du verstehen, welches Problem hat dein Kunde. Weil nur dann kannst du es mit deinem Produkt und deiner Dienstleistung lösen. Stell die richtigen Fragen. Hilf Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Und lass alles, alles los, was du jemals in deinem Leben über Verkaufen gehört hast, weil es heute nicht mehr funktioniert. Die ganzen Verkaufsstrategien, die vor 5 oder 10 Jahren noch funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Unternehmer und Selbstständige, egal in welchem Bereich, merken, sie müssen viel mehr Aufwand leisten, um viel weniger Ergebnisse zu bekommen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie Menschen zu Entscheidungen bringen. Und das heißt nicht, dass man sie mit irgendwelchen Hypnosetaktiken überreden muss oder Menschen irgendwie überreden muss, irgendwelche Dinge zu kaufen, zu machen, zu tun. Darum geht es heute nicht mehr, sondern es geht wirklich darum, dass du Menschen abholst, wo sie stehen, dorthin führst, wo sie sein wollen. Sie müssen es sehen, sie müssen sich selbst sehen, wie sie dieses Produkt gebrauchen, wie sie dein Produkt, deine Dienstleistung schon haben. Du kannst viel, wenn du Autoverkäufer bist zum Beispiel, kannst du viel über das Auto erzählen. Du kannst ihm erzählen, pass auf, das ist ein V8. Da hast du die schöne Lederausstattung, riecht super und alles möglich, kannst alles machen. Oder du setzt die Person ins Auto rein, drehst den Schlüssel um und er hört den V8, der riecht das Leder, das ist was ganz anderes. Und das ist genau der Punkt, das ist emotionaler Verkauf. Du musst lernen, emotional zu verkaufen, du musst wirklich lernen, dass Menschen merken und spüren, wenn sie dein Produkt, deine Dienstleistung gebrauchen, dass sie sagen, wow, geil, genial, jetzt ist mein Leben so, wie ich es haben will. Und an diesem Punkt ihnen zu helfen, eine Entscheidung zu treffen. Ich halte nichts von Hard-Selling, funktioniert heute nicht mehr, dass du Leute da irgendwie pushst und machst und tust. Sag ihnen, pass auf, das ist das, was ich habe.
und sie werden ihre Entscheidung treffen, wenn du es richtig machst, okay? Wenn du das Ganze lernen willst, komm zu einem meiner Seminare, meiner Trainings. Ich zeige dir genau, wie du verkaufst. Aber am Anfang, wie gesagt, ist dein Mindset ganz, ganz wichtig zum Thema Verkaufen, zum Thema Kundengewinn. Und deswegen klick den Link einfach hier unter dem Video, schnapp dir den Millionaire Mind Movie. Dieser wird dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein auf Erfolg einstellen. So, und ich schnapp mir jetzt die Yacht und werde mir anschauen, welche Optionen es hier gibt zum Mieten, zum Leihen. Und wir werden ein sehr gutes und sehr spannendes Seminar hier haben in Marbella und wir werden einen sehr, sehr geilen Yacht-Day haben. Okay, also, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Hier war dein Daniel. Ciao, tschüss. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass dein Like da und abonniere meinen Kanal. Klicke dann auf das Glockensymbol, damit du keine neuen Videos oder kostenfreie Erfolgstrainings mehr verpasst. Hier direkt kommst du zum Spezialangebot, das ich für dich herausgesucht habe, damit du in Zukunft mehr Erfolg hast.